vielleicht mal direkt in die Praxis, wenn du schon diese Klinikerfahrung hast, was hast du denn in deiner Zeit in der Klinik so an Erfahrungen gesammelt, die vielleicht auch für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses wertvoll sind und die du dann ins Buch gepackt hast? Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Also ich denke, wir fangen mal bei den Basics an. Das Gerne. Wichtigste für hochsensible Menschen ist erstmal diese Selbsterkenntnis, zu sagen, ich bin vielleicht besonders sensibel. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Das wird oftmals auch dann so falsch assoziiert, sondern wir können da auch so auf diese Temperamentenlehre nochmal zurückgreifen. Das wird auch der Martin Bertsch nochmal im Interview vertiefen. Das ist ja ein Konzept, der was schon seit längerer Zeit hier auch in Europa kursiert. Ja, also man kennt ja den Choleriker zum Beispiel, ja, oder den Phlegmatiker. Das sind ja so Begriffe, die sich schon so etabliert haben, wo man versucht, Menschen in ihrem Charakter oder in ihrem Wesen in Kategorien zu beschreiben. Das ist ja etwas, was in unserer Zeit auch sehr viel Widerstand auslöst, tatsächlich. Viele Leute haben Angst, oh, ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Individualismus, Ja. ja, Und total. das ist schon so ein bisschen aus meiner Sicht so ein missverstandener Freiheitsgedanke. Ja, nicht jeder Mensch kann Profisportler werden zum Beispiel. Ja, auch nicht jeder Mensch kann Schachweltmeister werden. Das ist also schon durchaus sinnvoll, sich mal mit diesem eigenen Naturell zu befassen. Und weil viele Menschen das noch nicht richtig erkannt haben, leben sie oft gegen ihr Naturell. Beispiel, ein hochsensibler Mensch in einem Großraumbüro. Ja, das ist etwas, was sich eigentlich schon gegenseitig ausschließt. Also alle Berufe, die mit unheimlich viel Stress und Action und Reizeindrücken zu tun haben. Ähnlich. Ja, Ja. kann ich nicht. Funktioniert für mich nicht. Keine Chance. Habe ich auch genauso erlebt in meiner Zeit in der Erwachsenenbildung. Das ist ja ein sehr dynamischer Sektor, ne? Da hast du auch sehr viel Fluktuation, auch beim Personal und bei den Kursteilnehmern. Wahnsinn, ja, was man da an Reizen, an Eindrücken verarbeiten muss. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, die erste große Erleichterung für diese Menschen auch in der Klinik und auch später jetzt im Coaching, mit denen ich arbeite, war wirklich die Selbsterkenntnis, zu sagen, ich nehme das an, ich habe es erkannt und jetzt schaue ich, wie kann ich mein Leben auch an meine Bedürfnisse anpassen. Das heißt nicht, sich in Watte zu packen. Ne? Das ist auch immer so ein Missverständnis. Es geht nicht darum, alle Anforderungen jetzt zurückzunehmen, ja, und sich in so ein Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern es gibt da auch einen sehr schönen Begriff, der ist vielleicht auch ein bisschen hochtrabend, aber ich mag den. Manche Coaches sprechen auch von der Geniezone. Und das ist so bei Hochsensiblen ein Riesenthema. Ich nenne das in meinem Buch Hochsensibel was tun, die schmale Wohlfühlzone. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen moderater ausgedrückt. Das ist also die Zone, wo Hochsensible auch sehr leistungsstark sind oder auch in ihrer Kraft sind, ja, in ihrer Motivation. Und wenn sie sozusagen die Parameter verschieben, dann fallen sie aus dieser Wohlfühlzone raus, kommen dann zum Beispiel in Überforderung oder Unterforderung. Ist auch im Bereich der Begabungsforschung auch ein interessantes Phänomen. Ja, wenn du zum Beispiel einen Job machst, der vielleicht zwar reizarm ist, aber der dich intellektuell oder emotional unterfordert, da kannst du auch in einen Bore-out kommen. Also das ist sozusagen das Gegenteil vom Burnout, wo du durch Langeweile im Prinzip einfach keinen Bock mehr hast dann halt irgendwann. Das ist sozusagen die Aufgabe von jedem hochsensiblen Menschen, diese Wohlfühlzone zu definieren, einfach zu sagen, dass Dinge, die einfach nicht gehen, dass man sich dafür nicht mehr zwingt, ja, dazu nicht mehr zwingt. Und die Dinge, wo du sagst, wow, da geht mein Herz auf, da fühle ich Motivation, da komme ich in den Flow, das sind vielleicht Rahmenbedingungen, die mir gut tun, dass man versucht, diese mehr und mehr auch gerade in den Berufsalltag zu integrieren und auch natürlich in den Familienalltag. Und das bedeutet wiederum auch mutig zu sein, ja, zu seinen Bedürfnissen zu stehen, vielleicht auch Dinge abzulehnen, zu sagen, nein, das mache ich nicht oder da brauche ich vielleicht Unterstützung, auch ein Riesenthema. Und das erfordert natürlich auch einen Selbstreflexionsprozess, der nie aufhört im Grunde genommen, weil ja auch die Lebensphasen sich verändern, wenn beispielsweise Kinder in die Familie dazukommen oder du eine neue Arbeit anfängst.
musst du quasi immer wieder diese Wohlfühlzone neu austarieren oder auch neu definieren. Das hört also niemals auf. Finde ich tatsächlich, also der Grund, warum ich ab und an so lächle, ich kann mich bei fast 9 von 10 Dingen, die du gerade gesagt hast, 1 zu 1 wiederfinden. Mir ist schon seit längerer Zeit, dass ich auch hochsensibel bin, auf jeden Fall. Aber als Mann ist es tatsächlich nochmal ein bisschen schwieriger, in diese Eigen, also in das für sich anzuerkennen und das wirklich zu realisieren und sich das bewusst zu machen. Aber ja, total. Also was war denn für dich die Wohlfühlzone? Also was musstest du für dich machen, damit du in deine Wohlfühlzone kommst? Ja, also wenn ich nochmal auf die Klinik zurückkommen war, ich war wirklich dankbar für mein Einzelbüro. Ich war so froh. Ich kam ja wirklich aus einer Phase, wo ich wirklich immer mit vielen Kollegen in einem Büro zusammen war. Und ich war so froh, dass ich einfach mal die Tür zumachen konnte. Und kleine lustige Anekdote, dann habe ich die Dienstpläne für unsere Abteilung auch geschrieben. Also wer wann in der Klinik war und so weiter, wer Bereitschaftsdienst hatte. Und es hatte mir immer unheimlich Freude gemacht, dann oben in dieses Word-Dokument in jedem Monat ein Bild einzufügen, was zu den Jahreszeiten gepasst hat. Ich musste also immer so ein bisschen meine künstlerische Ader da nochmal diesen Stempel aufdrücken, weil sonst wäre mir das zu langweilig gewesen. Und für mich ganz persönlich heißt das, um das jetzt auch auf meine Tätigkeit heute zu übertragen, ich bin eben auch sehr künstlerisch veranlagt. Ich habe das schon erwähnt aus meiner Kindheit. Ich muss immer wieder dieses künstlerische, kreative in meine Arbeit integrieren, weil sonst erlebe ich eine große Unzufriedenheit. Ich bin da also so ein bisschen zweigeteilt, ne? Ich bin einerseits wirklich sehr, sehr gerne Psychologin und berate die Leute sehr, sehr gerne. Und andererseits habe ich so einen starken Wunsch nach Selbstausdruck, nach Schönheit, nach Ästhetik, nach Harmonie und auch kreativer Selbstentfaltung. Ja, das ist für mich so meine persönliche Geniezone, wo ich merke, wow, da komme ich in Höchstleistung, da kann ich viel geben und da macht mir auch das nichts aus, wenn ich dann nachts um 23 Uhr noch ein Video schneide, ja, oder an einem Buchprojekt sitze. Das ist das, glaube ich, das total wichtig, dass wir diese Zone in uns entdecken, weil dann werden auch wirklich so Kraftreserven nochmals frei, die wir nicht mobilisieren können, wenn wir uns für Dinge zwingen, die wir vielleicht gar nicht wollen, die uns keinen Spaß machen. Und das ist so das große Problem, dass wir, glaube ich, als hochsensible Menschen lernen müssen, tatsächlich Entscheidungen zu treffen, eben nicht nur für andere oder was hat die Mutter gerne gewollt, was ich beruflich mache oder der Vater, sondern was ist für mich dieser stimmige Beruf oder dieser stimmige Lebensweg. Und wenn ich merke, ich bin davon sehr weit weg, dass ich dann auch entscheide, Veränderungen vorzunehmen. Das war also auch in der Klinikphase dann auch ein Grund, wo ich merkte, boah, ich bin da zwar super in dem, was ich tue und das macht mir auch Spaß, aber es war mir dann nach ein paar Jahren auch zu stressig in diesem Klinik-Setting, weil jede Woche neue Patienten angereist sind. Und wenn ich dann so Gruppen aufgebaut habe, die sind dann so nach 3 Wochen alle aufgeblüht, alle waren happy, ja? Und dann reisten die wieder ab, ne? Das war für mich nach ein paar Jahren irgendwie der Horror, weil ich wusste, oh Gott, jetzt habe ich die ganze Arbeit gemacht, ich habe die Leute aufgebaut, jetzt reisen die ab, jetzt kommen die Nächsten, jetzt fange ich wieder von vorne an. Das war für mich dann so ermüdend irgendwann, dass ich gesagt habe, nee, also ich möchte irgendwie freiberuflich da weitermachen. Und so ist es dann ja auch gekommen.